Dietmar Beiersdorfer wird den Hamburger Sportverein zum Jahresende verlassen. Der HSV teilte mit, dass sich der 53-Jährige gemeinsam mit seinem Nachfolger, dem neuen Vorstandsvorsitzenden Heribert Bruchhagen, darauf verständigt habe, seine Amtszeit auch nicht als Sportdirektor weiterzuführen. Wir haben uns in den vergangenen Tagen mehrfach über die Zukunft unterhalten. Letztlich hat Dietmar mir signalisiert, dass er sich die Rolle als Sportdirektor aktuell nicht vorstellen kann. Das akzeptiere und respektiere ich. Wir werden die geordnete Übergabe aller Themen jetzt weiterführen und parallel natürlich auch die begonnenen Transferarbeiten fortsetzen. So Bruchhagen. Beiersdorfer hingegen, der die Hanseaten 2,5 Jahre nach seiner Berufung zum Vorstandsvorsitzenden verlässt, äußerte sich wie folgt. Die Trennung fällt mir wahnsinnig schwer. Trotzdem bin ich nach reiflicher Überlegung zum Entschluss gekommen, dass ich meine Tätigkeit hier in Kürze beenden werde. Der HSV braucht Klarheit und Verlässlichkeit in den Entscheidungen, damit die Verantwortlichen in Zukunft in Ruhe arbeiten können. Der Zuspruch, den ich in den vergangenen Tagen erhalten habe, berührt mich sehr. Die sehr positive Entwicklung unserer Mannschaft in den vergangenen Wochen, angeführt von Markus Gisdol und seinem Trainerteam, stimmt mich sehr positiv, dass der eingeschlagene Weg erfolgreich fortgesetzt werden kann. Um eben diesen positiven Trend auch in der Rückrunde fortzusetzen, soll der HSV-Kader ergänzt werden. Nun liegt es an Heribert Bruchhagen, dafür einen neuen Sportdirektor zu suchen.